So, wir wollen den ersten Strahlensatz beweisen. Das ist die Skizze des ersten Strahlensatzes. Und wir haben schon hier gesagt, diese Teilstreckenverhältnisse sind gleich. Also diese Teilstrecke durch die Gesamtstrecke ist gleich wie diese Teilstrecke durch die Gesamtstrecke. Es gibt aber noch ein anderes Verhältnis, was wir in den Blick nehmen können. SA geteilt durch AB. Ja, genau. SA geteilt durch AB. Also die beiden Teilstrecken, diese durch diese, die beiden Längen der beiden Teilstrecken ist dasselbe wie die Länge dieser Teilstrecke durch die Länge dieser Teilstrecke. Also SC durch die Länge von CD. Okay. Und streng genommen könnte man natürlich auch sagen, AB, diese Teilstrecke durch die Gesamtstrecke, ist das gleiche wie diese Teilstrecke durch die Gesamtstrecke. Aber okay, ich denke mal, dabei belassen wir es. Gut, ja, los geht's. Das ist erstmal die Behauptung, ne? Dass die gilt. Und die Frage ist jetzt, wie kann man das beweisen? Ich wiederhole es erstmal. Genau, wir gehen über den Projektionssatz. Wenn wir eine Parallelenschar haben, eine Schar von Parallelen, die alle den gleichen Abstand haben, dann teilen die Geraden, die diese Parallelenschar schneiden, ebenfalls in gleich große Stückchen. Ja. Wenn man dann quasi zum nächsten Gerade einen 1,5-fachen Abstand hätte, dann müsste Da war ich mir aber nicht sicher, ob ich da jetzt gerade den Strahlensatz schon bei diesem Gedanken benutze und das gar nicht erlaubt. Genau, du benutzt wahrscheinlich den Gedanken schon mit. Ne? Also das Problem ist, wir haben hier keine Parallelenschar, die äquidistant ist. Man könnte sich ja quasi Hilfsparallelen einzeichnen. Ja, und wie müsste man die Hilfsparallelen einzeichnen? Also äquidistant natürlich, ne? Aber jetzt in dieser konkreten Situation, was müsste man machen? Ja, dann würde ich allerdings, ich könnte jetzt den Abstand, also der Vorschlag ist, den Abstand von G und H zu nehmen und das weitere Geraden zu konstruieren. Oder auch in die andere Richtung, nur jetzt, ne, also wenn ich den Abstand hier nehme, dann lande ich hier und dann da. Das heißt, dieses Stückchen hier ist dann kürzer als, ich brauche irgendwie engere. Irgendwie muss ich erreichen, dass eine Parallele hier durchgeht, durch S. Ich muss erreichen, dass eine Parallele durch S durchgeht, weil hier ist der Anfang der Unterteilung auf den einzelnen Strahlen. Also eine Parallele muss durch S durchgehen und die Abstände der Parallelen müssen gleich groß sein. Man bräuchte jetzt einen gemeinsamen Teiler. Genau. Ja, also es geht in die Richtung größter gemeinsamer Teiler. Ne? Streng genommen können die Strecken natürlich aber auch Bruchzahllänge haben. Das geht das über, aber die Idee ist die gleiche. Ne? Also wir brauchen irgendwie ein Stückchen, das. Also diese Strecke muss aufgeteilt werden können in gleich große Stückchen. Und diese Strecke hier muss auch in die gleich großen Stückchen aufgeteilt werden. Ja. Aber dann machen wir das einfach. Also man kann. Jetzt so die Vermutung, Parallelen hier durchlegen. Man muss also eine Parallelenschar finden, bei denen die Parallelen alle äquidistant sind. Und eine Parallele geht hier unten durch S. Und unsere beiden Parallelen G und H sind Teil der Parallelenschar. So, wie könnte man weitermachen? Jetzt habe ich so eine Parallelenschar gefunden. Ja? Jetzt könnte man das ja quasi definieren, dass eine Lücke, also zwei benachbarte, der Abstand zwischen zwei benachbarten Parallelen, dass das die Größe 1 ist, und dann kann man es durchzählen und
teilen. Genau. Also man könnte jetzt sagen, der Abstand zwischen zwei, nicht der Abstand zwischen zwei Parallelen, sondern die Streckenlänge hier, dass das hier sozusagen 1 ist, ja, man könnte jetzt sagen, das ist 1 oder einfach, das hat die Länge x. Okay, nehmen wir x, ne? X, 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 x. Und diese Länge nennen wir y. Okay, y, 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 y. So. Ja, die Strecke SA, ich schreibe es vielleicht mal so hier hin, ne? Die Strecke SA besteht aus 3x'en und die hier oben aus 2. Und die hier aus 3y. So. Mhm. Ja? Genau. Genau, also jetzt können wir natürlich das hier einsetzen, wobei wir sind ja natürlich noch sehr am Beispiel verhaftet. Ja. Ne? Also 3x, 2x, vielleicht sagen wir, das hier ist px und qx. Ne? Und dann müsste das hier py und qy sein. Und jetzt kann man natürlich easy arbeiten. Ne? SA ist px und SB ist... Was ist B? Px plus Qx, genau. Also durch P plus Qx. Und das müsste das gleiche sein wie auf der anderen Seite Py durch P plus Qy. Was kürzen? Ja, links kann ich x kürzen, dann steht hier p durch p plus q ist gleich p durch p plus q. Okay. Und das da unten schenken wir uns jetzt. Das funktioniert genauso. Also kann jeder selbst mal ausprobieren, ne, ob da hier unten auch das gleiche Verhältnis rauskommt. Okay. Ich muss eine Seitenbemerkung loswerden. Wir sind davon ausgegangen, dass es so eine äquidistante Parallelenschar gibt. Wir sind davon ausgegangen, dass diese Strecke und diese Strecke einen größten gemeinsamen Teiler haben. Das heißt, es gibt eine kleinere Strecke, mit der man die beiden größeren jeweils vollständig auslegen kann. Das nennt man ein gemeinsames Maß. Die beiden Strecken haben ein gemeinsames Maß. Und der Fachbegriff heißt kommensurabel. Ich schreibe das mal an die Tafel, weil das ist ein komisches Wort, ne? Die beiden Längen müssen kommensurabel sein. Die müssen ein gemeinsames Maß haben. Das Problem ist, Streckenlängen, also angenommen, wir hätten nur rationale Streckenlängen, dann wäre das kein Problem. Ne? Hier eine Bruchzahl, da eine Bruchzahl, findest du immer eine kleinere Bruchzahl, die sozusagen die auslegt. Das Problem ist, wenn du eine Länge, eine Strecke der Länge 1 hast und eine Strecke der Länge Wurzel 2, dann gibt es sowas nicht. Die sind inkommensurabel.
Also da gibt es dann so ein gemeinsames Maß nicht. Man kann aber, und das erspare ich uns jetzt, man kann einen Beweis führen, auch unter diesen Bedingungen, und das funktioniert trotzdem. Für uns ist jetzt erstmal, glaube ich, ausreichend, wenn wir sagen, okay, wir haben diese Vorstellung von den parallelen Scharen und im rationalen Fall zumindest funktioniert das. Und wir glauben jetzt mal, dass das auch im reellen Fall funktioniert, also wenn die Strecken inkommensurabel sind. Wie geht es den Leuten online? Alles gut? Falls es Fragen gibt, einfach hier in den Chat reinschreiben. Ich versuche den Chat mit zu beobachten, okay? Und da könnt ihr eure Fragen stellen, falls ihr welche habt. Ah, die Frage, Admiral Wurst fragt gerade, x, y müssen ja keine natürlichen Werte sein. Ergibt sich kommensurabel nicht direkt aus AC parallel BD? Nee, ergibt sich nicht direkt daraus. Also dass AC parallel zu BD ist, könnte es trotzdem sein, dass diese Strecke SA die Länge Wurzel 2 hat und die Strecke AB die Länge 1. Dann wäre eine Strecke Wurzel 2, die andere 1 und dann hätten die kein gemeinsames Maß. Das wäre denkbar. Ja? Also ist nicht zwangsläufig so, dass jetzt hier auf jeden Fall eine kommensurable Situation entsteht, nur weil wir da zwei parallele Geraden haben. Die können in einem ungünstigen Abstand liegen. Naja, okay. Ich denke aber, für unsere Zwecke reicht das aus. Gut, vielen Dank für die Frage. Der zweite Strahlensatz. So, weil wir jetzt gerade den Wald von lauter Bäumen nicht mehr sehen, zeichne ich nochmal die Originalgeraden in Orange ein. So, was besagt der zweite Strahlensatz? SB geteilt durch SA. SB geteilt durch SA. Ja. Ist gleich. Ja, oh, ich habe die falsche Orange gemacht. Oh, Kacke. Das ist natürlich jetzt übel, Leute. Mist. Keiner sagt was. Das ist doch die Entscheidende hier oben, ne? Das ist die Entscheidende. Genau, die nicht. Okay, wir können mit leben. BD durch was? Genau. Und das natürlich auch wieder gleich wie SD durch SD. Genau, ja. Auf der anderen Seite das Gleiche. Also diese beiden Streckenabschnitte stehen im selben Verhältnis wie die Streckenabschnitte auf den parallelen Geraden, die entsprechenden. Was können wir jetzt machen? Man kann die Grundidee der Mittelparallelen nutzen. Also vom jetzt in dem Fall von SBD. SBD, SDB, sehr gut, in dem Dreieck SDB, genau. Genau, und
Ja, aber was nützt uns die Hälfte, wenn, wenn das hier bei, ich sag jetzt mal, 3/5 liegt? Ich brauche einfach mal ein bisschen was, um die Idee weiterzubringen. Ja, könnte man versuchen. Wir können aber auch einfach die Idee der parallelen Schaden nochmal aufgreifen und die Parallelen anders einzeichnen. Ach so, Parallelen dann zu erzählen. Okay. Genau. Also wir müssten die Parallelen so einzeichnen, oder? Ja, ja, wir brauchen SA zu SB, da müssen die Parallelen durchgehen, ne? Also ich zeichne jetzt Parallelen so ein. So, jetzt erkennt man gar nichts mehr, ne? So, und jetzt haben wir wieder eine Parallelenschar gefunden, bei denen die Parallelen äquidistant sind. Und jetzt könnte man hier genauso die Streckenverhältnisse beschreiben, wie wir es gerade gemacht haben. Ich würde es jetzt gar nicht mehr im Detail ausprobieren. Also wenn man das ausprobiert, dann wird man sehen, es wird funktionieren. Ne? So, jetzt kommt noch eine Frage von Arbine. Also der Beweis, den kann jeder nochmal für sich selbst probieren. Ne? So, Arbine fragt, hängt es nicht von dem Winkel ab, in dem die Geraden sich schneiden? Was meint ihr? Genau, also ich kann ja die eine Gerade fix lassen und die andere beliebig bewegen. Es geht um kommensurabel oder nicht kommensurabel. Ne? Die andere beliebig bewegen. Trotzdem ist der Streckenabschnitt hier Wurzel 2 und da 1. Ändert sich ja nichts. Ne? Also auch der Winkel ist nicht entscheidend an der Stelle. Genau, und ansonsten spielt der Winkel für den Strahlensatz keine Rolle, weil die Parallelen jede schneidende Gerade in gleiche Abschnitte unterteilt. Das ist das, der Projektionssatz. Die parallelen Geraden, egal wie man sie macht, ne, wenn die den gleichen Abstand haben, dann schneiden die, dann teilen die jede sie schneidende Strecke oder Gerade in gleiche Abschnitte ein. Okay. So. Jetzt gibt es aber noch die Umkehrungen der Strahlensätze und manche von denen gelten und manche nicht. Was ist denn die Umkehrung des ersten Strahlensatzes? Also, was war die Voraussetzung beim ersten Strahlensatz? Hm? G ist parallel zu H und was war die Folgerung? Dass die Streckenverhältnisse gleich sind. Was ist jetzt die Umkehrung des ersten Strahlensatzes? Genau, die Streckenverhältnisse sind gleich, dann folgt daraus, G ist parallel zu H. Ja, wie beweisen wir das? Die Streckenverhältnisse sind gleich, aber die Geraden, und dann folgt daraus, dass auch die Parallelen G und H, dass die Geraden G und H parallel sind. So. Ich gebe euch einen Tipp, wie man den Beweis führt, nämlich wir führen ihn indirekt. Was ist nochmal ein indirekter Beweis? Was war ein indirekter Beweis? Über Widerspruch, genau. Wir gehen vom Gegenteil aus und zeigen, dass das nicht sein kann. Also,
Voraussetzung, die Streckenverhältnisse sind gleich. Behauptung, die Geraden sind parallel. Was wäre dann der Ansatz für den indirekten Beweis? Angenommen. Richtig. Angenommen, die Geraden sind nicht parallel. Was folgt daraus? Also, wir müssen jetzt die Situation konstruieren. Die Streckenverhältnisse sind gleich, aber die Geraden sind nicht parallel. Wir tun jetzt mal so, als hätten wir hier die Gerade, oh, die Gerade G und da die Gerade H. Und wir sagen jetzt S und A, B, C, D. Das hier hätte die Länge Px und das hier hätte die Länge Qx und das hier die Länge Py und das hier Länge Qy. Okay, das ist die Situation. Wir könnten jetzt nachmessen und feststellen, das stimmt nicht. Logisch, weil stimmt ja nicht. Aber wir müssen natürlich jetzt ein logisches Argument finden, warum das nicht so sein kann. Also, nochmal, wir versuchen die Umkehrung des ersten Strahlensatzes zu beweisen. Die Umkehrung besagt, wenn die Streckenverhältnisse sich so verhalten wie hier, dann sind G und H parallel und wir versuchen es per Widerspruch. Das heißt, wir gehen jetzt mal von einer hypothetischen Situation aus. Die Streckenverhältnisse sind gleich und die Geraden sind nicht parallel. Und dann müssen wir das zum Widerspruch führen. Ja, ja, genau, Parallelen stark könnte man vielleicht, aber welche Parallelen wozu? Zum Beispiel zu E, weil ja dann die Abstände auch gleich sein müssten. Mhm. Das heißt, man müsste dann, also die gleiche Parallele müsste dann durch D und B gehen, was sie ja dann aber nicht tut. Ja, genau. Also lasst uns mal, also der Vorschlag war, wir machen eine Parallelen zu G. Es langt genau eine Parallele. Lass uns eine Parallele zu G zeichnen, die sofort zeigt, dass es nicht funktionieren kann. Hast du eine Idee, wodurch man die Parallele machen könnte? Durch D. Durch D, genau. Wir zeichnen, wir konstruieren eine Parallele zu G durch D. Die nennen wir mal I. So, was ist jetzt der Fall? Ja, wenn man jetzt den neuen Schnittpunkt E nennt, ja. Der Projektionssatz müsste dann ja die Strecke AE ja, ja. QX sein, aber die Strecke AB haben wir als QX, also Ge- E auf B liegen, das widerspricht. Ich wiederhole das mal, genau, und an einer Stelle müssen wir es ein bisschen anders formulieren, du hast recht. Also, wir haben jetzt den neuen Punkt E. Nach welchem Satz müsste diese Strecke, die orange, die ich gleich einzeichne, jetzt QX sein? Du meintest nach dem Projektionssatz. Ich würde sagen, nach dem ersten Strahlensatz. Genau. Ja. Wir haben doch gerade bewiesen, wenn wir jetzt hier eine Parallele durchkonstruieren, na, dann muss diese Strecke Qx sein, weil hier ist doch die erste Strahlensatzkonstruktion. Also kann diese Strecke, die Gesamtstrecke nach AB vorher nicht Qx lang gewesen sein. Widerspruch. Sehr schön. Umkehrung des ersten Strahlensatzes bewiesen. Ja, Admiral Wurst, genau, wenn B nicht Element von I ist, ist doof. Ja, okay, so könnte man es auch formulieren. Ja. Okay. So, wie sieht es mit der Umkehrung des zweiten Strahlensatzes aus?
Was würde die Umkehrung des zweiten Strahlensatzes bedeuten? Die Frage von Abine, können wir gleich nochmal schauen. Gute Zeichnung, da kann ich das erklären. Gelten die Strahlensätze, wenn die Parallelen BD und eine Parallele dazu sind, oder? Also die Strahlensätze, da habe ich immer die Situation, ich habe zwei Strahlen und die werden geschnitten von zwei Parallelen. Welchen Winkel die beiden sich schneiden und geraden haben, ist egal. Außer 180 Grad natürlich. Und der Abstand der Parallelen ist egal und wie die Parallelen im Raum liegen und schneiden ist auch egal. Ja. Okay, was besagt die Umkehrung des zweiten Strahlensatzes? Die gilt übrigens nicht. Ne? Also wir formulieren sie jetzt und zeigen, dass sie nicht gilt. Was wäre die Umkehrung? Umkehrung des zweiten Strahlensatzes. Zeigen wir nochmal den zweiten Strahlensatz, so wie er tatsächlich aussieht. Ja, Ja, also der zweite Strahlensatz bedeutet ja wieder, wenn G und H parallel sind, dann gilt auch dieses Streckenverhältnis dieser Strecken zu den Strecken auf beiden Strahlen, jeweils den Streckenverhältnissen. Und jetzt müssten wir hier sagen, wenn die Streckenverhältnisse hier Px, Qx, und ich zeichne gleich mal die Parallele ein, Quatsch, Entschuldigung, das hier ist natürlich PY und das hier ist QY, ach Quatsch, doch, PY, das hier ist QX und das ist QY. Also wenn die Streckenverhältnisse vollkommen egal, jetzt brauche ich noch hier was, also RX und RY, ne? So, genau, jetzt haben wir es. Also, die Aussage des zweiten Strahlensatzes in der normalen Richtung ist, ja, wenn G und H parallel sind, dann ist RY durch RX gleich diese Gesamtstrecke durch PX. Und die Umkehrung bedeutet, wenn diese Streckenverhältnisse gleich sind, dann müssen G und H parallel sein. Wir brauchen jetzt die Situation, dass diese Streckenverhältnisse gleich sind und G und H sind nicht parallel. Also das wäre eine potenzielle Möglichkeit. Ne? Ich habe jetzt die Streckenverhältnisse gleich gemacht und G und H sind parallel. Es muss noch eine zweite Variante geben, bei der die Streckenverhältnisse nicht, bei der die Geraden nicht parallel sind und die Streckenverhältnisse trotzdem gleich. Wir müssen irgendeine Situation konstruieren, bei der Px, Qx, Rx, Ry die gleichen Werte haben, ja, aber G und H nicht parallel sind. Wo muss ich einstechen? Weiß jemand, wo ich einstechen muss mit dem Zirkel? Idee? Wir lassen mal Folgendes konstant. Px, Q plus Px,
Rx. Und wir wollen jetzt eine Situation konstruieren, wo auch der Abschnitt auf der Geraden h Ry lang ist, aber h nicht parallel zu g. Ja, dann kann man das hier einstellen, das ist ja noch ein zweiter Schnittpunkt. Auch s. Genau. Ich steche bei C ein. Zeichne hier eine Gerade H' und der Abstand hier ist auch Ry. Bei der zweiten Strahl hat man gesagt, der nur einen Strahl, also die achtet auf einen Strahl mit dem Parallel. Ja, ja, klar. Nein, nein, es muss ja nicht. Klar, auf der anderen Seite ist das natürlich dann nicht mehr erfüllt, aber wir brauchen nur. Also, der zweite Strahlensatz besagt, diese beiden Verhältnisse gelten. Und jetzt ist auch klar, funktioniert nicht. Also, dieses eine Verhältnis schon gilt nicht. Nee, Quatsch, bei der Umkehrung gilt jetzt das eine Verhältnis, aber die Geraden sind nicht parallel. Ja. Okay. Also ich könnte jetzt, ne, wenn ich die Situation hier mit h' konstruiert habe, dann würde das Verhältnis dieser Strecke gleich groß sein wie diese Strecke zu dieser Strecke, aber g und h sind nicht parallel. Also den zweiten Strahlensatz darf man nicht umkehren, kann man nicht umkehren. Ein Bild erklärt mehr als 1000 Worte, genau. Ja, ja, ich weiß. Ich muss manchmal die Klappe halten, einfach nur das Bild zeigen. Ne? Da ist der Beweis. Nein, Moment, hier ist der Beweis. Du hast vollkommen recht. Die müsste PZ und QZ sein, ne? Richtig, ich habe falsch rum gedacht. Ja. Natürlich. P und Q sind ja die Faktoren an den Streckenlängen, an den Teilstreckenlängen. Ja, genau. So stimmt's. Okay.